Zweite Key ist gestreckt und eine einfache Bewegung in eine Richtung. Okay? Das heißt, jetzt geht es nur darum, Arme und Hände gestreckt nach unten, ja? Ellenbogen sind gestreckt und wir wollen eine gerade und einfache Bewegung machen. Okay? Okay, gut. Nochmal 10 Mal wieder. Arme gestreckt, Ellenbogen gestreckt. Okay. Und die Arme bleiben gestreckt nach dem Spielen. Gestreckte Arme. Stellt euch vor, eure Arme frieren ein, nachdem ihr den Ball gespielt habt. Ja? 2 Sekunden friert ihr ein. Gestreckte Arme. Einfache Bewegung. Okay. Arme gestreckt nach unten. Ja, wir wollen nicht das, sondern von hier in eine Richtung auf den Ball. Okay. Bewegung geht nur in eine Richtung auf den Ball. Hände zusammenhalten, einfrieren. Guck nochmal, dass die Bewegung nur in eine Richtung ist. Von hier nach hier. Nicht von hier, hier, hier. Das heißt, Hände fangen hier an. Bumm. Ja? Arme senkrecht nach unten. Gut, gut, gut. Und etwas mehr Schwung, dass er höher kommt. Okay, gut. Gestreckte Arme und 2 Sekunden einfrieren nach dem Spielen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, was findet ihr? Wird die Bewegung ruhiger? Coaches, wird die Bewegung ruhiger? Oh, am Anfang habe ich viele Ellenbogen gesehen, die beugen. Ja? Nochmal zu deinem Punkt. Ist einfach die Untersuchung, was motorisches Lernen angeht, ist, wenn ich die komplexe Bewegung mache und den Fokus auf einen Teilaspekt lenke, ja, es funktioniert am schnellsten, ist der größte Transfer. Sobald eine Bewegungsvorstellung da ist. Wenn jemand noch nie Volleyball gesehen hat und noch nie Baggern gesehen hat, dann muss ich weiter runterbrechen. Sobald aber diese Grundvorstellung da ist, immer die ganze Bewegung. Wenn du bei einem Key bist, bist du bei dem Key. Natürlich habe ich noch 3, 4 andere Sachen gesehen, ja? Aber das interessiert in dem Moment nicht, weil das ist Overload. Wir reden viel zu viel. Okay, mach die Hände, mach die Arme, nicht beugen, mach die Beine und beweg dich hinterm Ball und mach das. Keine Chance. Ja? Also wir Trainer denken häufig, dass der Spieler viel, viel mehr verarbeiten kann, als das wirklich der Fall ist. Ja? Deswegen mach das einfach, mach das einfach. Und hier sind jetzt Beispiele zum Beispiel, wo der zweite Schritt noch zu schnell war. Okay? Wo der erste Key ist noch nicht verfestigt. So lange würdest du bei diesem ersten Key bleiben. Ja? Und ganz viel auf einmal machst, machst du in allen Bereichen minimal, aber keine große Entwicklung. Ja? Wir reden nicht über, hier geht es nicht um Wochen und Monate. Ja? Das ist ja gerade das, wenn du den Fokus auf eine Sache lenkst, ist das 2, 3 Einheiten, dann hast du die Hände zusammen, ja? Und dann bist du bei dem Nächsten. Also das ist da gerade das Spannende, dasselbe, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man konzentriert sich mit einer Sache erstmal beschäftigt, anstatt das große Ganze permanent im Blick zu haben. Und das wäre hierbei. Also du siehst auch dann eine Entwicklung wirklich. Wenn du 5 Sachen auf einmal machst, siehst du, ja, irgendwie es wird ein bisschen besser. Aber hier sehe ich jetzt ganz klar, am Anfang macht er das, jetzt macht er das. Okay? Gestreckte Arme. Alles klar?